Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde GTA Online hier im Modus Deadline. Mit dabei sind, wie sonst auch immer, der Yannick und der Kevin, aka Steven. War schön, ich bin da mal weg, ne? Jetzt hat er dich und die Lobby verlassen, ich krieg's kotzen. Okay, bis gleich, wir sehen uns im Match. Ja, da sind wir wieder. Nach tagelanger Suche haben wir es endlich geschafft, mal jemanden zu finden für unsere Lobby. Ey, ich lass noch aus. Tagelange Suche. Aber das Geile ist, wisst ihr was? Das stimmt, ich bin wieder orange. Ich bin grün. Grün war ich noch nie. War grün eigentlich. Wir sind eigentlich immer die Noobs, die Randoms, die mitspielen. Ja, ich bin lila. Ja, also müssen wir den Horn. Green Hornet ist er. Green Horny. Oh Gott. Und ich bin lila. Lila schützt vor Schwangerschaft. So, dann machen wir jetzt auch endlich hier die verfluchte Folge zu Ende. Ja, Mann, endlich. Endlich kann ich euch abziehen. Wer ist lila? Der Apophas ist lila. Ah, ich hab ihn. Apophas holt sich halt erstmal nicht den Boost, ne? So richtig. Nee, gay. Ich hab ihn halt. Nicht so, mein Freund. Okay, dann mach halt Selbstmord. Ja, ich hab Fehler gemacht. Ich hab einen ganz großen Fehler gemacht. Lol. Ha, ich bin jetzt ein Witwenmacher. Der hat schon wieder Glück, der Junge. Der hat schon wieder Glück. Ja, wenn du so unfähig bist und meine Linie reinfährst. Ich hab gerade den pinken gemacht, ich weiß zwar nicht wie, aber ich hab ihn gemacht. Ja, das ist ja eh nur der random. Jetzt explodiere ich. Nein, doch nicht. Bist du schon wieder so salty? Nein, ist gut. Dumme! Das war fies! Ich hab da Geist gemacht. Da, jetzt sterbe ich. Xaderi hat deine Kill-Serie versaut. Ja, geil. Wie er einfach nicht gesprungen ist, weil er schon in der Luft war und dann voll auf die Linie geklatscht ist, ey. Ach komm. Kann doch nicht sein hier. Geht auch nicht. Wenn du so weitergespielt, gleich wieder Pokémon. Aber er spielt das Autisten-Pokémon, wo es nur drei Pokémon gibt. Nein, da gibt's nur eins, da gibt's nur Pikachu. Yo, was mach ich? Nein! Und du hast von Anfang an Donnerstein. Ja, du bist ja mein Pokémon. Ich glaube, ich habe jetzt da. Warte mal. Ich habe jetzt die erste Prüfung da in diesem komischen Hafen da abgelegt und muss jetzt hoch in diese eine komische Höhle. Ah, das ist lustig, ja. Mal gucken. Ja, bei der ersten Prüfung habe ich es erstmal voll hart aufs Maul bekommen. Weil ein Pokémon das war Yannick, also das war ja wohl das Dümmste, was man machen konnte. Da hat er ihn einfach weggezeigt. Ja. Das Geile ist, ich hab genau in dem Moment nach hinten geguckt. Das sah richtig awesome aus. Oh. Hat er wieder Lack gehabt, der Junge hier. Ey, hat er wieder richtig Lack. Wie du mich in seine Line reingepusht hast. Ja, Mann, ich pushe dich immer mit einer Line rein. Kokain. Nicht gut. Oh, der Pinke ist ja schon raus. Echt? Feiert ihr da unten? Ich hab versucht, ja nichts zu machen. Das ist irgendwo seine Line, ja, da. Gib dir deine Line, Bitch. Bastard. Das war so geil gemacht von mir. Mhm. Muss man schon mal sagen. Mhm. Einfach nur geil, Steven. Bin so geil, er ruft mich einfach an. Einfach nur geil. Alter, ich komm grad nicht an den Jungen ran, der macht hinter sich immer die ganzen Linien zu. Ich komm nicht dran. Was war das? Warte-Boost auch nicht mehr gereicht. War mein Chewbacca-Schrei. Sein Paarungsruf. Ja, ich verkacke gerade wieder voll. Wie bist du da rausgekommen?
Das hättest du sehen müssen, Alter. Ich war gerade richtig in der Luft. Du hast mich richtig hochgeschleudert. Verdammt. Ich war gerade auf dieser Röhre drauf. Oh, lol. Lol. Oh, no, man. Boah, wie ich da drüber gefahren bin, Alter. Wie ein Bro. Ja, das war jetzt natürlich wieder. Das habe ich es wieder richtig einfach gemacht wegen Yannick. Ich hab so viel Angst, dass du ausweichen musstest. Jetzt wollte ich. Ach Gott, warum habe ich den angesetzt? Nee. Der Dome scheidet jetzt erstmal schön aus. Ah, Dreck. Komm hier. Machen wir's richtig. Das ist ja fies. Ja. Jetzt bin ich hier in der Bammel gefangen, weil ich in der scheiß Röhre außen bin. Das ist. Ja, Steven, das war jetzt natürlich echt. Das war jetzt echt kacke, Alter. Wie unlucky. Sorry. Ich bin erst, obwohl ich nur einen Kill gemacht habe. So unverdient. Das ist halt echt so. Okay. Alter. Wow. So, jetzt hole ich euch. Ja, war gut, ja. Ich bin noch nicht ganz wach. Ja. Ja, wirklich so. Ich kriege mir ja keinen Bruststart hin. Ebenfalls nicht. Lol. Das war lustig. Aha. Alter. Oh! Ich fände es ja mal lustig, wenn man random gewinnt bei unserer Session. Ist aber noch nie passiert, oder? Nee. In den ersten drei Folgen nicht? Nee. Nein! Ach man! Hallo. Junge. Typ ist aber auch schlecht. Was sagen wir von jedem Random, der dabei ist? Ja, weil die Randoms einfach scheiße sind, weil die nichts können. Wie die absoluten GTA-Posts sind hier. Ja. Lass dich mal so unkommentiert im Raum stehen. Ja. Für euch zwei Heinis. Ah, boah, voll aufgetrickst, Alter. Oh, jetzt hab ich mich selbst gemacht. Aber das war richtig geil, wie ich gemacht hab. Ja, gerade bin ich noch nicht so ganz bei der Sache. Boah, hat einen Bounce. Das war geil, oder? Das war richtig gut gemacht. Da muss ich dir auch mal loben. Und da muss ich dir loben. Warum bist du jetzt nicht gestorben? Du bist mir übelst durch die Linie gefahren. Nee, ich bin bei dir hoch. Ich bin an deinem Motorrad hochgejumpt. Weil dieser ja, D-Sync, das ey. Das hab ich gesehen. Das war komisch. Der D-Sync ist real. Hat er sich nicht verdient gehabt? Nee, absolut nicht. Ach, was? Da hing ich gerade irgendwie richtig scheiße an der Wand fest, ey. Ich bin an seinem kaputten Motorrad abgebounced und in deine Spur geflogen. Wie kann man so viel Pech haben? Irgendwie fahre ich auch gerade richtige Sonntagsfahrt, ich weiß nicht. Ach, komm. Das ist gerade irgendwie. Oh. Ja, Rage quittet gleich wieder. Aber ich krieg auch die Folge keinen Boost ab. Wobei die auch irgendwie nicht so viel bringt auf der Map. Da kam er wieder um die Ecke. Nein! Oh, Glück gehabt. Aber das ist ja auch der Random, der da um die Ecke kam. Ah, well played. Yay.
habe auch mal wieder was gemacht. Ich fühle mich gerade ein bisschen ausgegrenzt. Es will irgendwie keiner mit mir spielen, außer der Random. Ja, du brauchst sicherlich mal irgendwie reinzufahren. 400 RP. Whatever. Das Problem ist, wenn der Random mit mir spielen will, ist es langweilig. Ach. Haben wir ihn auch nicht von seinem hohen Ross runtergehauen. Master, du bist Erster, was willst du eigentlich? Salty! Boah, wie ich gerade durch dein Ding durchgeglitscht bin, Steven. Oh. Ja, Janik, durchgeglitscht, wenn ich das schon höre. Geht ihr alle auf mich, Alter, wie so Fötzchen. Und lasst den Apoplexia am Leben mit seinen 5 Leben. Was ist denn los mit euch? Ist der McCoy? Ja, ist so, geht mal auf den Bastard. Bei ihm geht mal. So. Janik redet von Steven immer in 2 Personen. Er hat doch gar nicht von... Okay, egal. Ja, geht ihr mal. Ich hab von Dome geredet. Ja, aber er hat halt im Prinzip den Random mit angesprochen. Kamst du jetzt auf einmal her? Ach. Irgendwann hast du dich selbst getötet. Ach, ich weiß nicht, ich bin die Folge gerade richtig schlecht. Ja. Also sollte ich gewinnen, wäre das echt unverdient. Aber ich hätte halt mal Orange an, das würde es wieder erklären. Halt's mal. Hier. Oh Mann, ey. Dumme, komm her, los, 1 gegen 1. Ja, ja. Pussy. Wo bist du? Hauptsache, er sagt zu mir Pussy. Nein! Was? Ja! Komm her. Ah, gibt's wenigstens noch einen Sudden Death. Aber ich riech doch schon, wie sich Janik wieder in den Eiern krault, ey. Du kennst den Geruch, ne? Ja, ja. Man kann auch er darf nicht gewinnen, sonst hat er schon gewonnen. Er darf nicht gewinnen, sonst hat er schon gewonnen. Aber wenn Dome gewinnt, dann hat er die komplette Runde gewonnen, weil er schon 2 Siege hat, du Spast. Nein, ich hab erst einen. Folge 1 bis 3 hat doch jeder von erst einmal gewonnen, du Nodel. Ja, ich wusste jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Ey, das ist aber auch Kackbereiche gerade, ey. Vor allem, ich trau mich auch gerade nichts zu machen, weil ich gerade sowieso weiß, dass ich gerade richtig schlecht bin. Lauter ausreden. Lol. Und Janik stirbt nicht, weil er rausfährt. Ich war gar nicht draußen, Mann, was ist dein Problem? Lol. Alter, wie ja keiner jemanden Sieg könnte, er ist echt unglaublich. Nee. Ja, vor allem mir nicht, ne? Mir wird hier gar nichts gegönnt. Nein. Spast, Alter. Hier für dich, Steven. Na gut. Oh, Mann. Danke. Über die Folge. Ganz ehrlich, wir haben jetzt tagelang gesucht und 10 Minuten gespielt. So muss das. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.